Jetzt begrüße ich im Phoenix-Studio Professor Emanuel Richter, Politikwissenschaftler. Herzlich willkommen bei Phoenix. Der Bundespräsident weist die Politiker noch mal ausdrücklich auf ihre Verantwortung hin. Warum macht er das zu diesem Zeitpunkt jetzt so deutlich? Naja, es ist ja einmal schon schiefgelaufen und die Zeit wird knapp. Also man hat jetzt eine lange Phase, wo man nur eine geschäftsführende Regierung hat. Und der Appell richtet sich, glaube ich, auch daran, denn das ist jetzt die letzte Chance, um irgendwie eine saubere Lösung hinzubekommen. Man stelle sich nur vor, das scheitert jetzt wieder, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist das große Chaos angesagt, denn dann werden Köpfe rollen, dann weiß man nicht, wer kommt an welche Stelle, wann wird ein neuer Fahrplan erstellt. Also dann wird es richtig chaotisch. Ja, diese saubere Lösung, die da vielleicht angemahnt wird, vielleicht auch von Ihnen jetzt an dieser Stelle, wie nah dran ist das Land an so einer sauberen Lösung oder wie weit weg? Naja, relativ nah. Ich lächle aber und bin ein bisschen vorsichtig, weil ich das auch schon prognostiziert hatte zur Jamaika-Koalition. Das heißt, es kann natürlich immer noch an irgendeiner Stelle im letzten Moment scheitern. Vermutlich nicht jetzt in diesen Stunden. Das heißt also nicht in der Vereinbarung, die die beiden Partner treffen wollen, aber vielleicht an späterer Stelle. Man denke dran, es gibt ja noch eine Basismitgliederbefragung bei der SPD, die überhaupt gar nicht klar ist. Es könnte auch in der CSU noch mal eine Basisbefragung geben. Das weiß man noch nicht so genau. Die Parteitage werden das vermutlich durchwinken, wenn denn jetzt die Einigung kommt. Aber es gibt da schon noch so ein paar Sollbruchstellen. Also insofern wäre ich vorsichtig. Es heißt, die ganz dicken Brocken werden erst heute Abend, vielleicht sogar in der Nacht abgeräumt. Ein ganz dicker Brocken ist die Flüchtlingspolitik. Sprich Familiennachzug ist ja ein Stichwort. Gerade mit Blick auf die CSU, da wird sie nicht so viel Entgegenkommen zeigen können gegenüber der SPD, oder? Genau, das hat sie ja schon in den Vorverhandlungen, also zu Jamaika, gezeigt, dass sie da bestimmte Grenzen hat. Ich will nicht wieder von der Obergrenze anfangen, aber dass sie da gewisse Grenzmargen hat, wo sie sagt, über die können wir nicht springen. Sie hat ja übrigens auch, das haben wir ja gerade in diesen Stunden gesehen, schlechte Werte in Bayern. Also das heißt, die werden hart auftreten und werden ihre Position sehr massiv verteidigen. Aber ich glaube, da kann man eine Einigung erzielen, denn da gibt es so viele Stellschrauben, wo man sagen kann, ja, begrenzter Zuzug oder zeitlich limitierter Zuzug oder regional geregelter Zuzug. Also da gibt es so ein paar Stellschrauben. Die gibt es in anderen Punkten nicht so richtig. Jetzt hat ja Martin Schulz heute Morgen dezidiert nochmal die Europapolitik genannt, die ihm ja wirklich am Herzen liegt. Was muss er denn da liefern? Naja, er hat ja schon große Vorgaben geliefert. Wir erinnern uns, dass er vor wenigen Wochen von den Vereinigten Staaten von Europa sprach. Europäischer Bundesstaat, das sei SPD-Position. Also ich glaube erstens nicht, dass es eine SPD-Position ist. Das kann man nicht verallgemeinern. Das ist eben seine Perspektive als ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments. Und es ist vor allen Dingen mit der CSU, aber auch mit der CDU so einfach nicht durchsetzbar. Nun haben wir natürlich eine Vorgabe, Macrons Europa-Initiative. Und daran muss sich irgendwie die deutsche Bundesregierung orientieren. Sie kann auch nicht alleine die Europapolitik bestimmen, sondern das ist eine Position unter vielen. Zum Schluss, Herr Professor Richter, das Schicksal, das politische Schicksal der Kanzlerin, entscheidet sich das heute Nacht? Ich glaube nicht heute Nacht, aber sagen wir mal in den nächsten Wochen. Also wenn die Vereinbarung kommt, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, sie dann aber irgendwie auf dem weiteren Weg scheitert. Also wie gesagt, ich glaube, die Mitgliederbefragung der SPD ist nochmal eine große Hürde. Dann, glaube ich, würde sie sich nicht halten können. Und dann würde sich übrigens vermutlich auch Martin Schulz nicht halten können. Ja, wir werden sehen, wie es ausgeht heute Nacht. Vielen Dank dafür. Sie werden später am Abend ja wieder bei Phoenix zu sehen sein. Danke für den Moment.